Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering. Ja, heute möchte ich euch das alles Sense-Deck vorstellen. Zur Aufnahmezeitpunkt haben wir gerade als aktuelle Edition Strixhaven, wenn ich mich nicht täusche, müsste die Zauberschule heißen. Quasi das, was direkt nach Kaltheim kam. Und ja, schauen wir kurz rein, das kriege ich ja hin. Wo ist es da? Strixhaven, genau, haut hin. Und ja, ich möchte euch heute mein Alles-Sense-Deck, wie gesagt, vorstellen. Es dreht sich um die entsprechende Sense, die sonst niemand nutzt. Obwohl sie eigentlich ziemlich geil ist, ist es halt nur schwer, sie zu kombinieren. Also das ist die zentrale Karte hier. Und die unheilvolle Sense hat halt, oder kommt mit einem +1/+1 beim Spielen. Und immer wenn eine ausgerüstete Kreatur stirbt, kriegt die eine weitere dazu. Man kann die für ein Mana ausrüsten. Das macht die eigentlich sehr effizient. Bei einem Deck, wo wir viele haben, die sterben und wiederkommen. Genau darum dreht es hier. Wir haben das Skelett aus dem Sanatorium, das ist ja nicht das Beste, was es gibt, aber von den aktuell im Standard spielbaren Karten ist es das Beste. Und ja, 1 zu 2 für 3 Mana können wir uns halt auch wieder auf die Hand holen. Dann Ayara, Herrscherin der Lock Twain. Immer wenn eine schwarze Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner ein Leben und wir bekommen einen dazu. Und man kann sie tappen und eine Kreatur opfern und eine Karte ziehen. Bastion Erinnerung bringt uns einen weißen Spielstein und hat den Effekt, wenn eine Kreatur stirbt, bekommen wir ein Leben und der Gegner verliert ein Leben. Mörderische Reiterin kann höchstwahrscheinlich jeder, der sich ein bisschen mit Magic befasst hat. Ja, ist halt eine ziemlich geile Sache. Ist ein Zerstörungszauber, der uns ein bisschen Schaden macht. Danach kann man sie als Kreatur mit Lebensverknüpfung spielen und sie kommt halt immer wieder. Silberpein cool, ziemlich geil. Wenn man Lebenspunkte dazu hält, das kriegen wir mit dem Deck hin, zumindest im fortgeschrittenen Stadium. 3 zu 1 für 3 Mana und wenn wir am Ende, also wenn wir in unserem Endsegment 3 oder leer mehr HP erhalten haben, dann kommt der getappt direkt wieder ins Spiel zurück, ist also super Mana effizient. Und für 2 Mana können wir ihn halt opfern und eine Karte ziehen. Taborax, Tod der Hoffnung, in der Kombination ganz geil, überlebt in der Regel aber nicht lang, weil er halt, oder weil seine Stärke halt erkannt wird. Wenn man eine Kreatur von uns, die kein Spielstein stirbt, kriegt dann +1/+1 Marke, das passiert hier in der Deck häufig. Und ja, es hätte noch einen anderen Effekt, wenn er ein Kleriker wäre, aber das haben wir nicht. Aber wichtig ist, wenn 5 oder mehr +1/+1 Marken auf ihn liegen, kriegt er halt auch noch Lebensverknüpfung. Ist damit halt mit ihm dann gut kombinierbar. Geist auch, die auslöschende Valkyrie, die in Kaltheim dazugekommen war, fliegend, Lebensverknüpfung, Fluchsicherheit bei Planeswalkern. Und wenn wir angreifen und 2 Mana zahlen, können wir eine Kreatur opfern und dann opfert jeder Gegner auch eine Kreatur oder einen Planeswalker. Und mit unseren Kleinen, die hier wiederkommen, kein Thema. Auch von niemandem bisher gespielt, aber den total genial, total unterschätzt, die Buschfleischwilderin. Für ein Mana kann man eine andere Kreatur opfern, man bekommt Lebenspunkte Höhe der Widerstandskraft und die ziehende Karte. Mal als Beispiel, wir haben also unser kleines Vieh hier, rüsten den mit der Sense aus, opfern den. Der hat 2 zu 3 durch die Sense, ihr bekommt 3 Leben, ziehende Karte. Die Sense kriegt eine Marke, macht ab jetzt +2/+2. Meinetwegen ist das hier draußen, dann klauen wir den Gegner noch einen Lebenspunkt. Wenn alle, die auf dem Friedhof sind hier, kommen wieder ins Spiel. Das heißt, wir können da ganz schnell hochpushen. Es muss halt Ursche halten. Ranke wird wenigstens auch mal gespielt. 3 zu 3 fliehend Eile. Wenn er den Gegner Kampfschaden fügt, dann können wir einen von drei, nee, können wir beliebig viele dieser 3 Sachen entscheiden. Jeder wirft eine Karte ab, jeder verliert ein Leben und zieht eine Karte. Jeder Spieler opfert eine Kreatur. Im Normalfall bringt er eigentlich wirklich viel, weil es halt genauso uns wie den Gegner betrifft. Aber da unsere Kreaturen wiederkommen, ist Opfern bzw. Abwerfen, wenn wir den einfach wieder auf die Hand immer holen, auch kein Problem. Und der hier, den kennen wahrscheinlich auch die meisten. Wenn er ins Spiel kommt, klaut er so viel HP, wie wir unsere, wie heißt es richtig, Hingabe. Hingabe zu schwarz ist. Und ja, der ist einfach ziemlich geil, immer so ein bisschen als spontaner Mana, HP-Klauer. Gut, und jetzt schauen wir uns an, wie die ganze Sache in der Praxis funktioniert. Unser erster Gegner ist Kilburn. Ja, 4 Mana. Da müssen wir nicht weiter gucken, das passt. So, sagen wir auf Hallo. Hallo. Ah, der den Beholder. Gut, okay, ich klicke dich nicht an, ich hab's ja verstanden. So. Wir sind bei Platin, das heißt, die Chance, dass wir eins auf den Deckel kriegen, ist relativ hoch. Wir können einen kaputt machen. Ja. Ich finde ja eigentlich, dass... Ja, Rare ist schon ein bisschen großzügig, ne? Na gut.
Wenn du angreifst, dann musst du erstmal auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl. Besten, wir machen ihn jetzt trotzdem kaputt. Damit wir jetzt den Schaden verhindern können. So, da wir ausnahmsweise noch genug Mana haben, aber er wird eh blocken. Und wir können ihn eine Karte abwerfen lassen. Ja, den Schwisch blockt er, der dann keine Aktion mehr werden. Das überrascht jetzt weniger. Ja, Standardlektion, dass man halt ein Land rausholt. Zwei in der Schlossgarn, Druck, okay. Wir könnten jetzt sagen, wir sollen eine Karte abwerfen. Und das heißt, er soll eine Karte abwerfen. Aber wirklich einen Vorteil haben wir nicht davon. Besser ist es, wir ziehen jetzt alle noch eine Karte. Da kommen wir nämlich auch vorwärts. Jo, das ist doch gar nicht schlecht. Nächstes Zug haben wir 6 Mana. Okay. Ah, okay. Treten wir beide gegeneinander an, ja? Nutzen wir jetzt noch nicht, da wir noch keinen Vorteil haben. Wir greifen einfach an. Zack, holen wir zum Kreaturchen. Sie noch raus. Und schauen wir mal der Dinge, die da kommen. Schade, dass wir niemanden haben, der gerade irgendwie stärker wird wie unsere Sense oder so. Oder jemand, der immer wieder kommt, wäre auch kein Problem. Dann können wir nämlich ordentlich Karten nachziehen, ohne schlecht zu wissen zu haben. Gut, geht bei der hier auch so einigermaßen. Ah, der Schildkäfer schwamm. So, jetzt müssen wir kurz nachdenken. Wenn er blockt, ist er wahnsinnig. Das traue ich ihm nicht zu. Wir müssen ja versuchen, quasi ranzukommen, bevor er rankommt. Hauen wir den raus. Klack. Killen ihn und ziehen die Karte dadurch. Wenn ich das richtig gerechnet habe, müssten wir jetzt dann eigentlich 3 Lebenspunkte bekommen. Ne? Genau, dann kommt die wieder. Ja, im nächsten Zug, wenn er jetzt nichts macht, ist es vorbei. Dann hauen wir den grauen Händler raus und das war's. Got a good head on those shoulders for now. So, 5. Ja, gehen wir auf ganz sicher. Spielen wir die aus. Zack. Und jetzt hauen wir den raus, dann haben wir gewonnen. Deswegen sagen wir schon mal ein gut Game. Weil er wird mit dem einmal nichts machen können. Jo, das war unser erster Sieg. Unser zweiter Gegner ist Bambi. Der kleine Elefant. Moment, da stimmt was nicht. Okay. Ja gut, nur 2 Mana. Ist aber okay. Wir können ein bisschen was raushauen. 4 Mana ist das höchste, was wir auf der Hand haben. Sollte wohl klappen. Ey, den haben die Leute gern draußen, das ist klar. Für ein Mana 1-1 fliegen und wenn er stirbt, dann zieht man noch eine Karte in dem Sinne, dass man Lektionen lernt, also. Ist eigentlich ziemlich geil. Gut, angreifen hat schon mal keinen Sinn, aktuell zumindest. So, jetzt drücken wir die Daumen, dass wir noch Mana kriegen. Sonst wird es ein unangenehmes Spiel. Schädlinge. Sehr schön. Ich überlege noch gerade, was wichtiger ist. Aria.
Ich glaube eher sie. Die Wahrscheinlichkeit, dass das kaputt geht, ist bei dem einfach größer. Außerdem, wenn wir 14 Mann haben, können wir hier durchrushen. Ja, und raus damit. So, jetzt bleibt die Frage aller Fragen. Was tun wir wagen? Ne, wir spielen Mana optimal. Das heißt, wir hauen die raus. So. Ich bin ja sowieso gespannt, was jetzt noch kommt. Okay, es kommt was Spontanes. So, mit dem greifen wir jetzt mal einmal, sehen, was er macht. Zur Not können wir ihn immer noch opfern. Okay. Okay. Können wir noch umrüsten? Dann können wir noch zu was blocken im nächsten Zug. Dann sind wir durch damit. Enttappe sie selbst. Okay, wenn er sie enttappt. Ja, für einen Mann ist die Karte schon ziemlich nice, muss man ehrlich mal sagen, ne? So, jetzt braucht das Bambi ein Weilchen zum Nachdenken. Oder drei Handkarten und vier Mana. Lässt sich durchaus mal drüber nachdenken, was man macht. Nichts wäre allerdings keine gute Entscheidung. Also etwas wäre gut. Okay. Ah, okay, jetzt killt er sie hiermit. Ist ja das einzig cleverer. Ja. So, wir haben nichts Sinnvolles zum Abwerfen, wir haben nichts zum Opfern. Da ist sie immer noch die beste Wahl. Wir haben den großen Vorteil, wir haben noch eine etwas dickere Hand als er. Ja klar. Zieht er jetzt Karten? Ja. So, mal sehen, was passiert. Hat ein sehr billiges Deck, ne? Wenn man so mal die Malerkosten durchschaut. Also 3 ist hier das höchste und das ist noch die Minderheit. Okay, das ist teuer. Das wird bestimmt extrem wehtun. Alter. Wir können natürlich jetzt mit ihm spielen, angreifen, opfern, Handkarte abwerfen. Hey, der muss weg. Das können wir machen, macht uns aber zu viel Schaden. Pass auf, wir machen das so. Greifen jetzt an. Jeder darf eine Kreatur opfern. Ich überlege, ob wir noch eine Handkarte abwerfen lassen. Uns das mehr tut, weh tut als ihm. Ich glaube, ihm tut das mehr je. Spieler opfern eine Kreatur, jeder Spieler wirft eine Karte ab. Den können wir uns nur noch vertragen. Lass uns erstmal starten, wir können ein bisschen täuschen.
konnte bei den ganzen fetten Text gar nicht lesen hier. Na, ich krieg die Idee, jetzt nochmal zu lesen, hä? Wenn ihr aus Spiel entfernt, die Karten? Landen die? Hat sie doch gerade ein paar Mal gespielt, oder? Bin ich so blind? Ich muss ja irgendwo da, deswegen wächst gerade. Zusatzkosten, du kannst ihm die Anzahl Kreaturen. Jeder geht noch von der Kreatur erzeugen, 36 schwarzen. Okay. Ja, Schild. Ja, unsere Sensor hat jetzt 4 Marken, damit man 5 zu 5 war. Ist auch schon ganz nett. So, bedrohliche Abwehr bezahlt ein Lebenspunkte. Passt auf, das machen wir so. Zack. Greif mit allen an. Dann opfern wir ihn hier. Also, falls er. Gut. Jeder Spieler opfert eine Kreatur. Okay, da hat er aufgegeben und das heißt, das ist unser zweiter Sieg. Unser dritter Gegner ist Havok und wenn ich schon sehe, wie heißt der Origin, glaube ich, der Geisterdrache, eine mega geile Karte, machen wir auch mal ein Deck draus. Auf Origin habe ich ans Ohren, der hat diese tolle Lotusblüte. Ich finde die ja so geil. Also diese Dinger haben die echt toll gestaltet. Ja, das Einzige, was eigentlich finde, so Magic The Gathering Arena fehlt, ist nun wirklich so in dem Sinne Singleplayer-Kampagnenteil, wie das mal bei Hexed Shards of Fate war. Und Hexed Shards of Fate hat quasi dasselbe Prinzip gehabt und hätte Magic aber eigentlich locker aus dem Rennen kriegen können, hätten die Preise noch nicht so extrem unfair und hochgestellt. Aber damit haben sie selbst aus dem Rennen gekickt, wer auf einem Markt sich etablieren will, da reicht nicht nur ein gutes Konzept. Yo, dich kenne ich, dich mag ich nicht. Ich spiele selbst auch gerne mit dir. Spielen jetzt gegen ein Räuberdeck. Eines der stärksten Decks, die es in Magic gibt. Warum läuft das nie, wenn ich das spiele? So geil. Okay, gut. Räuberdeck ist eigentlich nur anfällig gegen Zerstörungszauber. Gott sei Dank haben wir davon nicht allzu viele. Was ein bisschen bescheiden ist. Ja, ja, jetzt wird sie stärker. Aber den Tausch müssen wir machen. Sonst rasen wir hier volles Karacho blindings in den Deck tot. Nice. Okay. Ja, wir werfen eine Karte ab, ne? Ich überlege nur, wem wir abwerfen. Ihn kriegen wir wieder, wenn wir Leben kriegen. Sollten wir vielleicht tun. So, jetzt haben wir folgende Auswahl. Wir können ihn hochholen auf die Hand, ausspielen und dann opfern. Genau das ist, was ich am cleversten finde. Ach, verdammt, wir haben noch Mana übrig gehabt. Naja. Egal. Jeder Spieler opfert eine Kreatur. Abwehren tun wir nicht. Warum sollte ich das tun? Mal kurz nachdenken, weil wir nicht wissen, was nächstes zu passiert. Genau. Alter, unser Deck schon so massiv ausgedünnt, ne? Den holen wir uns Sicherheitshalber, der wird natürlich was zum Blocken raushauen. Wir haben zur Not noch einen Zerstörer, wir gucken mal, was passiert. Echt? Okay. Ja. Dann wirft mal jeder Spieler eine Karte ab. Uns tut das nämlich nicht weh. Ihm schon. Und zur Not kann man eines Zugs den hochholen
Oder was, wenn er spontan was wollte, das kaputt machen. Mann, haut haufenweise Länder weg, ne? 28 noch ein Deck, alles noch gut. Gut, dann haben wir uns wieder. Jeder Spieler wirft eine Karte ab. Das ist das Schöne, wenn, wenn man die Kombi hat, man kann immer weiter umspielen damit. Oh, haben wir noch viel Mana, ey. Wir können ihn sogar ausspielen. Ah, nee, das lassen wir. Wir spielen vorsichtig. Hat er eigentlich nur Länder? 1, 2, 3, 4. Kein Moment, Kumpel, das will ich jetzt mal wissen. 4 auf dem Friedhof. 8, 9, 10 Stück. 10 Länder. Boah. 10 Länder bei wirklich, wie viele Karten waren es? Da waren es noch 4, also noch 16. Das ist schon eine krasse Quote. Gut, wir ziehen allerdings auch einen Romaner. Jeder Spieler wirft eine Karte ab. Zack. Ja, ja. Ah, können zwei wieder im nächsten Zug. War auch nur eine Frage der Zeit, bis der zweite kommt. Aber dafür, dass es bei ihm so schlecht läuft, läuft's gut, ne? Allerdings, wenn er uns noch nicht tot kriegt, oder irgendwie den nächsten Angriff erfährt, machen wir es mal einfach, dann spielt es auch keine Rolle mehr. Gut, holen wir einen zweiten hoch. Das sollen wir auf jeden Fall auch spielen. Einen können wir auf jeden Fall schon raushauen. Ja, dann gutes Spiel. Das war unser dritter Sieg. Ich habe jetzt erwartet, da kommt noch was. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und nicht vergessen, einen Daumen hoch zu geben, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten sage ich, mögen die Gaming-Götter euch hold sein. Tschüss!